Ja, herzlich willkommen zu Algorithmen 2. Genau, Evaluierung. Scheinen irgendwie die meisten zufrieden zu sein, bis auf ein paar Ausnahmen. Eine Sache, dieses Ding hier, diese Projektorleinwand, ja, es gab einer kommentiert, ja, die ist so selten unten oder sowas, ja. Persönlich würde ich da eine E-Mail schreiben und das nicht in die Evaluierung machen, wenn es dann fast am Ende ist, ja. Also, aber danke für den Hinweis, das Ding kommt jetzt halt immer runter, ja. Wie gesagt, also das sind generell so Sachen, wenn die halt stören oder irgendwas unverständlich machen, schreibt man eine E-Mail und dann ist das erledigt, ja, dann kommen die Sachen in der Vorlesung. Okay, aber trotzdem danke für die durchaus positive Evaluierung. Genau, dann wollte ich nochmal ankündigen, wir am Institut haben einen Haufen Bachelor- und Masterarbeiten, ja, zu vergeben und irgendwann im Laufe der Vorlesung werden wahrscheinlich auch noch Kollegen kommen und ein paar Topics ankündigen. Behalte das einfach mal im Hinterkopf. Wir machen normalerweise ziemlich spannendes Zeug. Genau, das Letzte, auch nochmal ein bisschen Werbung, ja. Ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich eigentlich ab Januar weg bin, aber nicht ganz, sondern nur so 25, also nur 75% meiner Zeit weg, 25% hier. Und das heißt, dass es im Sommersemester bei mir auch eine Vorlesung geben wird über Graphpartitionierung, das, was ich im Prinzip die letzten Jahre am meisten gemacht habe. Und das Ding wird dann als Blockveranstaltung stattfinden. Das heißt, es ist wahrscheinlich relativ easy, da schnell eine Vorlesung im Master irgendwie abzulegen. Je nachdem, wo ihr da seid, ja. Genau, also so viel zur Werbung. Dann machen wir im Prinzip weiter mit Wiederholungen. Genau, also was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben erstmal mit pseudopolynomiellen Algorithmen angefangen und haben gesagt, ein Algorithmus A ist pseudopolynomiell. Pseudopolynomiell, falls die Zeit von dem Algorithmus polynomiell in n ist, wobei jetzt hier n die Anzahl Eingabebits ist. Eingabebits, wenn alle Zahlen unär kodiert werden. Das heißt im Wesentlichen, wenn ich eine Zahl k habe, dann kodiere ich die mit k Einsen und dementsprechend habe ich dann so viele Bits, um diese Zahl zu kodieren. Ja? Also die Zahl k braucht k Bits, um unär entsprechend kodiert zu werden. So, dann haben wir uns angeschaut das Rucksackproblem und haben gesagt, okay, das Rucksackproblem hat im Wesentlichen n Gegenstände. Gewichte W, I, N, N und jedes dieser Gewichte hat einen Profit, PI und wir haben insgesamt eine Schranke W, was eine natürliche Zahl ist. Und dann haben wir gesagt, okay, ohne Beschränkung der Allgemeinheit gilt für alle Gegenstände, dass diese Gewichte der Gegenstände kleiner gleich W ist. Weil die Idee hinter diesem Rucksackproblem ist, wir haben einen Rucksack, in den passt insgesamt Kapazität W rein, Gewicht W rein. Und wenn die Gewichte eine Kapazität größer als W haben, dann passen sie erst gar nicht in den Rucksack und deswegen kann ich sie einfach rausschmeißen, weil sie sowieso nicht zu irgendeiner Lösung gehören. Okay, und das Ziel von dem Rucksackproblem war dann, wähle eine Teilmenge x von Gegenständen. Und zwar Summe i in x, wi kleiner gleich w. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ja, in den Rucksack passt eben maximal Gewicht w rein. Also habe ich dieses Constraint, dass die Summe der Objekte, die ich in den Rucksack packe, vom Gewicht her kleiner gleich w sein muss. Und die Zielfunktion, Objective, ja, war Summe i in x, pi maximal. Genau. Also das Ziel ist, den Profit zu maximieren. So, dann haben wir gesehen, Dynamic Programming für das Problem. Programming. So. Und haben gesagt, okay, C von IP ist die
kleinste Kapazität. Kapazität für Gegenstände 1 bis i, die Profit größer gleich p ergeben. So, und dann haben wir uns auch überlegt, beziehungsweise ich habe halt kurz argumentiert, dass sich c i von p berechnen lässt als Minimum von c von i minus 1 p und c von i minus 1 p minus pi plus wi. Okay. Genau, also das ist die dynamische Programmierformel hier und dann kann man halt Stück für Stück über i induktiv diese Kosten hier berechnen. Man sieht vor allem in erster Iteration schon mal, man braucht immer nur die vorherige Zeile in diesem, in dieser Matrix hier und braucht damit Platz, der linear ist in p. Und haben dann gleichzeitig gesehen, okay, insgesamt kann man das machen in Zeit o von n mal p Dach pseudopolynomiell. So, dann haben wir uns angeschaut, was ist ein PTAS und was ist ein FPTAS und haben gesagt, okay, das sind Algorithmen, mit denen möchte man optimale Lösungen approximieren und zwar so, dass sie zu einem gewissen Maß polynomiell sind. So, jetzt gibt es zwei Parameter, einmal den Approximationsgrad, den ich gerne erreichen möchte und zum anderen die Instanzgröße. So, das PTAS hat jetzt das Constraint, dass die Zeit polynomiell in der Instanzgröße sein muss, aber nicht in 1 durch Epsilon. Ja, also wenn Epsilon klein ist, bin ich nah dran am an der Lösung und das heißt im Wesentlichen, dass 1 durch Epsilon groß ist, also kleine Epsilon heißt 1 durch Epsilon ist groß und damit kann ich aber immer noch exponentiell mit bei einem PTAS kann ich immer noch exponentiell in 1 durch Epsilon sein. Und das FPTAS, Fully Polynomial Time Approximation Scheme, darf halt nur, also muss halt polynomiell sein in der Instanzgröße und in 1 durch Epsilon. Da haben wir Beispiele gesehen, links PTAS, wo offensichtlich noch exponentielle Teile in 1 durch Epsilon existieren und auf der rechten Seite eben beides polynomiell sowohl in Instanzgröße als auch in 1 durch Epsilon ist. Ja, und wenn man sich das anschaut, dann lässt man, um zu schauen, ob es eben polynomiell in n oder in 1 durch Epsilon ist, lässt man eben einmal n konstant und schaut, was passiert für 1 durch Epsilon. Und andererseits lässt man 1 durch Epsilon konstant und man sagt, okay, was passiert für n. Also das ist der wesentliche Unterschied. Dann haben wir nicht umsonst gerade diese Definition von FPTAS eingeführt. Und haben dann gesehen, ein FPTAS für Knapsack. Also das Rucksackproblem. Knapsack. So, wie ging das? Wir haben gesagt, okay, P ist der maximale Profit, den ich habe. K ist ein Skalierungsfaktor. Epsilon mal P durch N. PI Strich, das sind die skalierten Profite. Das ist PI durch K. Und dann löst man eben das modifizierte Knapsack-Problem hier mit Dynamic Programming. Und zwar mit P', den alten Gewichten und der Kapazität C, die ich da habe. Return X'. So, und das ist jetzt, sieht man das noch? So. Hier so rundherum. Das ist unser PTAS, unser FPTAS. Und jetzt haben wir zwei Sachen gezeigt in der Vorlesung, die relativ technisch waren. Zum einen haben wir gezeigt, okay, die Zielfunktion f mal x', also p mal x' ist 1 minus epsilon mal opt. Wobei das hier, dieses p mal x' nichts anderes ist als Summe i in x' pi. Ja, also das ist nichts anderes als ein Skalarprodukt und jetzt ist man ein bisschen kreativ und dann sieht man, dass es eben, also dass dieser x-Vektor im Prinzip Einsen hat, da wo an den Stellen, wo man die Elemente, wo man die Gegenstände haben möchte, Nullen an den anderen Stellen und dann ist das hier genau dieses Skalarprodukt und das ist
dieses P mal X-Strich. Ja, und das ist ja im Prinzip genau der Profit, den wir da maximieren möchten. Und dann haben wir gleichzeitig gezeigt, Lemma, genau, die Laufzeit von dem Algorithmus ist O von n hoch 3 durch Epsilon. Ja, also polynomiell in n, in Instanzgröße, und polynomiell in 1 durch Epsilon, also in FPTAS. Ja, das sind die Eigenschaften, wie man nachher nachrechnen möchte. Okay. Fragen zur Wiederholung? Keine. Hervorragend. So, dann haben wir uns als nächstes letzte Woche Fixparameter-Algorithmen angeschaut. Und ich hatte versucht anzudeuten, dass es manchmal Probleme gibt, bei denen ein Parameter existiert, sodass die Algorithmen nur exponentiell in den Instanzparameter sind, aber nicht in der Instanzgröße selber. Ja, das heißt, ich kann nachher einen Algorithmus entwickeln, der polynomiell in n ist, multipliziert mit irgendwas, was exponentiell von dem Parameter abhängt, der eben spezifisch für die Instanz ist. Das heißt, es gibt irgendwie in einer Instanz einen Problemkern, die im Prinzip die Schwierigkeit enthält, ja, die Kombinatorik. Genau. So, dann hatten wir als Beispiel uns angeschaut Vertex Cover. Vertex Cover war also eine Teilmenge der Knotenmenge, sodass jede Kante zu mindestens einem Knoten im Vertex Cover inzident ist. Mit anderen Worten, wenn ich mir angucke, okay, Knoten überdecken Kanten, ja, überdecken die inzidenten Kanten, dann heißt das, dass alle Kanten überdeckt sind. Vertex Cover, ja. Cover, Überdeckung, Knotenüberdeckung. So, und jetzt haben wir hier einen Parameter k und der Parameter sagt, okay, existiert einen Vertex-Cover der Größe k. Ja, das ist das, was hier steht. Das ist unser Entscheidungsproblem und dieses Entscheidungsproblem, für dieses Entscheidungsproblem haben wir dann im Prinzip einen Algorithmus entworfen. So, die einfachste Variante hatten wir gesagt, okay, nimm halt alle Teilmengen und probier aus, ist es gerade ein Vertex-Cover der Größe k. Also nimm Teilmengen der Größe k, probiere aus, ist es ein Vertex-Cover der Größe k. Und dann kriegt man einen Brute-Force-Algorithmus, der eben O von n hoch k plus 1 Laufzeit hat. Ja, so, jetzt haben wir hier nochmal konkret definiert, was ein Fixed-Parameter-Tractable-Algorithmus ist, oder beziehungsweise wann eine formale Sprache L Fixed-Parameter-Tractable ist, bezüglich am Parameter k. Genau, und hier steht jetzt, okay, eine Sprache L ist Fixed-Parameter-Tractable, wenn ein Algorithmus existiert, der das Problem löst, der Laufzeit hat f von k mal p von n. So ein p von n, p wie immer steht hier für Polynom, ja, ist polynomiell, und f von k kann jetzt beliebig sein, ja, also irgendeine berechenbare Funktion, die nicht von n abhängt. Und dann sehen wir unten Beispiele hier, 2 hoch k mal n Quadrat ist offensichtlich der erste Teil hier, dieses f von k ist dann 2 hoch k, das ist exponentiell, aber nicht polynomiell, völlig egal, was da steht, ja. Aber der zweite Teil, p von n, ist hier n Quadrat, ist polynomiell in n und damit ist das Ding insgesamt dann, also wenn wir einen Algorithmus haben, der so eine Laufzeit hat, dann ist es dann insgesamt Fixed-Parameter-Tractable. Genau, so, jetzt hatten wir uns überlegt, dass wir einen Algorithmus haben möchten für Vertex-Cover, der Fixed-Parameter-Tractable ist bezüglich der Parameter-Ausgabekomplexität. Ja, und Ausgabekomplexität ist hier im Prinzip die Größe des Vertex-Cover. Und dann haben wir zwei Entwurfstechniken uns überlegt, einmal Kernbildung und zum anderen systematische Suche mit beschränkter Tiefe. So, genau, wie geht im Prinzip naive, tiefenbeschränkte Suche? Da haben wir gesagt, okay, wenn wir keine Kanten haben, dann haben wir offensichtlich ein Cover, weil überhaupt keine Kanten abzudecken sind. Wenn k gleich 0 ist, dann können wir offensichtlich kein Cover haben, also geben wir entsprechend false zurück. Und ansonsten macht der Algorithmus nichts anderes, als zu sagen, okay, nimm irgendeine zufällige Kante und probiere halt aus einem der beiden Endpunkte ins Vertex-Cover zu packen, weil es reicht immer einer der beiden Endpunkte, um die entsprechende Kante abzudecken. Und dann mach eine Rekursion einmal auf den einen Fall und danach auf den anderen Fall. Und
Das muss natürlich mit oder verknüpft werden und dementsprechend kann man das dann entscheiden. Genau, und dann haben wir uns überlegt, wie teuer ist das? Na gut, ein einfaches Argument sagt uns, okay, das kostet uns 2 hoch k mal n plus m. Genau, also der wesentliche Teil kommt hier durch die Rekursion, also durch das Aufbauen von dem Graphen, was uns im schlimmsten Fall o von n plus m kostet. Und dann habe ich entweder hier diese Rekursion, die dadurch entsteht, die ich auflösen kann und komme auf die Laufzeit, oder ich überlege mir eben, die Rekursionstiefe ist k und auf jedem Level habe ich 2 rekursive Aufrufe, also komme ich insgesamt auf 2 hoch k rekursive Aufrufe, insgesamt also 2 hoch k mal n plus m. So, dann hatten wir versucht, einen Kern zu bilden, ja, direkt mal so, und hatten hier schon mal die erste Beobachtung, wenn ein Knoten Grad größer k hat, dann muss der Knoten in der Lösung sein. Ja, wir suchen, also wir wollen entscheiden, ob der Graph einen Vertex-Cover der Größe k hat. Und wenn der Knoten Knotengrad größer als k hat, dann muss er in der Lösung sein. Ja, sonst müsste ich alle Nachbarn in die Lösung hineinpacken. Und das wären offensichtlich mehr als k. Und damit wäre das Problem nicht mehr lösbar. Ja, also entweder der Knoten ist in der Lösung oder das Problem ist unlösbar. So, mit der Beobachtung kommt man eben zu dem Algorithmus hier, der im Prinzip so lange Knoten findet, also der hier in dieser Wahlschleife die Bedingung hat, solange ein Knoten existiert, der Knotengrad größer k hat, füge ich ihn in die Lösung ein und reduziere k um 1. Ja, das heißt, ich habe ja schon einen Knoten in der Lösung, also muss ich k um 1 reduzieren, weil ich dann bloß noch einen Vertex-Cover der Größe k minus 1 suche. Und solange ich eben so Knoten habe, kann ich sie einfach zur Lösung hinzufügen. Wenn im Laufe des Prozesses k gleich 0 wird, dann muss ich eben falsch zurückgeben. Und ja, ansonsten habe ich hier als Nachbedingung, es existiert kein Knoten mit Knotengrad größer als k. Gleichzeitig könnte es passieren, okay, dass isolierte Knoten da sind. Diese isolierten Knoten haben keine ausgehenden Kanten. Das heißt, die brauche ich auch nicht mehr in dem Rest des Algorithmus zu betrachten. Also kann ich sie einfach entfernen. Und dann hat man es auch noch eine Eigenschaft angeschaut. Wenn dieser reduzierte Graph hier mehr als k Quadrat Kanten hat, dann kann der auch nicht mehr gecovert werden. Ja? Der reduzierte Graph hat höchstens k Knoten. Jeder dieser Knoten hat höchstens k Nachbarn. Damit können wir hier keinen Vertex-Cover mehr finden. So, und wenn wir jetzt den reduzierten Graphen haben, dann rufen wir unsere alte Funktion auf, Vertex-Cover g und k. Okay? Easy. So, haben wir analysiert. Und dann kriegen wir einen Algorithmus, der insgesamt Laufzeit hat o von n mal k plus 2 hoch k mal k Quadrat, mit eben, wie gesagt, der Analyse, die wir vorher schon gemacht haben. Und das ist offensichtlich fix Parameter tractable in k. Ja, weil das Ding ist polynomial in n und hat zusätzlich noch einen exponentiellen Anteil in k, also 2 hoch k ist offensichtlich exponentiell. Und damit haben wir insgesamt gezeigt, okay, das ist fix Parameter tractable. Ja. So, dann haben wir uns ein Beispiel angeschaut, wo wir im Prinzip immer entsprechend Knoten entfernen. Das sehen wir hier, wir werden Stück für Stück Knoten entfernt. Hier haben alle Knoten den Knotengrad kleiner gleich 3, das heißt, da können wir nichts mehr tun. Auf dem Ding lösen wir dann die Instanz und genau, sind dann fertig. So, also die Frage war, wie kriegt man es hin, Knoten der Größe k zu finden, ohne dass man sich alle Knoten nochmal anschaut? Ja, lass mal überlegen. Also erstens, was in der Zeile hier steht, also o von n plus m, ja, das ist nicht ganz richtig, da steht sowieso schon o von n plus m. Das heißt, es stört mich nicht, wenn ich jedes Mal den Knoten gerade neu berechne.
Auf der anderen Seite kannst du auch hergehen und sagen, also je nachdem, was man hier macht, ja, das ist sehr, sehr high level. Du kannst aber auch hergehen und eine dynamische Graphdatenstruktur verwenden, wo du Knoten rauslöscht und inzidente Kanten. Ja, in konstanter Zeit. Sowas gibt es auch. Da kannst du dir ganz einfach überlegen, dass du Folgendes machst. Also du speicherst dir für jeden Knoten den Knotengrad. Und wenn du einen Knoten entfernst, dann weißt du, dass die Nachbarknoten einen Knotengrad haben, der um 1 reduziert ist. Und wenn das der Fall ist, dann haben sie halt irgendwann entweder einen Grad kleiner als k, ja, oder halt nicht. Und dann muss man halt ein bisschen weiter gucken, was man da macht. Aber du kannst auf jeden Fall irgendwie was lazy machen und Sachen updaten. Vielleicht eine Bucket-Priority-Key oder sowas. Ja, müsste klappen. Okay, sonst noch Fragen? Sweet. Okay, also, jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt erweitern wir den Algorithmus. Die Reduktionsregeln, die wir eben gesehen haben, sind im Prinzip. Genau, sind im Prinzip nicht die einzigen. Ja, also für das Problem gibt es jetzt allerhand Reduktionsregeln, die das Problem, die den Kern, den wir da finden, nachher kleiner machen. Also weitere Reduktionsregeln sind offensichtlich, ja gut, wenn der Knoten gerade 0 ist, dann brauche ich ihn auch nicht im Cover zu haben. Wenn der Knoten gerade 1 ist, ja, also hier Knoten gerade 1 ist dieser Fall, dann kann ich den Knoten entfernen und sagen, okay, der Nachbar muss dann einfach im Cover sein. Ja, also ich könnte dann daraus auch eine Lösung, ja, also nee, ich entferne diesen Knoten und packe diesen Knoten hier ins Cover. Für Knoten mit Grad gleich 2 gibt es kompliziertere Strukturen. Zum Beispiel, wenn man eben so eine Menge von Knoten, so einen Kreis hier von Knoten mit Grad gleich 2 findet, dann kann man hergehen und das Ding optimal lösen, ja, und dann auch dementsprechend aus der Lösung entfernen. Ja, also für so einen Kreis weiß ich, dass jeder zweite Knoten im Cover sein muss. Und dann die letzte Regel, die haben wir sowieso schon gesehen, ja, wenn der Knoten gerade größer als k ist, dann muss das Ding ins Cover. So, und dann kommt man zu einem komplizierteren Algorithmus. Genau, der im Wesentlichen Folgendes macht. Die Regeln, die wir gerade gesehen haben, wendet er hier Stück für Stück an. Also hier die erste Regel, hier die anderen Regeln, ja, gehe ich im Detail jetzt nicht so genau drauf ein. Und am Ende kommt man eben zu einem Algorithmus, der diese Laufzeit hier hat. Ja, also im Prinzip noch bessere Laufzeiten. Genau, und dann gibt es eben noch weitere Verbesserungen, die man sich anschauen kann. Oder detailliertere Fallunterscheidungen, und man kommt zu noch besseren Algorithmen. Hier mit Laufzeit 1.2738 hoch k plus k mal n. Im Prinzip, also ich kenne das Papier selber nicht, ja, wenn ihr reinschauen wollt, Xen kann XIA 2006. Genau, so was wir jetzt machen, also was wir jetzt im Prinzip gesehen haben, ist Folgendes, ja, wir haben gesagt, okay, wir haben dieses Vertex-Cover-Problem und wir berechnen den Kern und berechnen exakte Lösungen. So, jetzt gibt es ein verwandtes Problem, nämlich das Independent-Set-Problem. Und wer hier kennt das Independent-Set-Problem? So, ich kenne es natürlich. Ja, Independent heißt übersetzt ja unabhängig. Das heißt, wir suchen eigentlich eine unabhängige Menge. So, unabhängige Menge heißt, wir suchen eine Menge S, die Teilmenge der Knoten ist, sodass jeweils zwei Paare von Knoten nicht inzident sind. Ja, sind unabhängig, das heißt, da ist irgendwie Platz dazwischen. Und jetzt sieht man hier schon in diesem Bild, ja, dass das Komplement von einem Independent Set ein Vertex Cover ist. Das heißt, da ist die Verbindung zwischen Vertex Cover und Independent Set. Und um nochmal auf den Anfang jetzt zurückzukommen, es ist so, vorher haben wir jetzt für Vertex Cover einen exakten Algorithmus gehabt, der eben, also so ein Fixed-Parameter-Tractable-Algorithmus gehabt. So, das gab es im Prinzip auch für Independent Sets. Wir haben ja gerade gesehen, die Sachen sind äquivalent. Also für das Maximum-Independent-Set-Problem. Was wir jetzt aber, also was dann halt immer noch das Problem ist, dass wenn der Kern zu groß ist, kann ich das Problem immer noch nicht lösen. Ja, also wenn ich einen Kern habe, der Größe 1000 in meinem Graphen, dann komme ich immer noch zu keiner Lösung des Problems. Das heißt, was ich jetzt eigentlich machen möchte, ist, anstatt den Kern exakt zu lösen, nehme ich Heuristiken und
Hau mit den Heuristiken auf den Kern drauf und komm dann zu Lösungen. Ja, zu Lösungen, die, wie die Experimente nachher zeigen, nicht zu weit weg sind von den optimalen Lösungen. Genau, also das machen wir jetzt erstmal nicht. Genau, also die Idee von dem Algorithmus, den wir hier sehen, einfach nur um auch nochmal diese Kernelization so ein bisschen zu verinnerlichen, ist: Nimm ein großes Netzwerk, berechne mit Hilfe von einfachen Kernalisierungstechniken einen kleinen Graphen und anstatt ihn hier exakt zu lösen, nehme ich irgendeine Heuristik für das Problem und löse auf diesem Kern hier, benutze ich halt die Heuristiken, um das Problem zu lösen. Ja, und die Heuristiken habe ich jetzt hier weggelassen, ist jetzt auch nicht zu spannend für das Verständnis für euch. Genau. Und wie gesagt, die Heuristiken sind im Prinzip genau die gleichen, die wir gerade eben auch fürs Vertex-Cover gesehen haben. Gehe ich jetzt im Detail auch nicht mehr so drauf ein. Was man tatsächlich auch machen kann, ist jetzt Folgendes. Das ist noch ein Schritt weiter. Anstelle jetzt zu sagen, okay, sobald ich den Kern habe, wende ich die Heuristiken auf diesen Problemkern an und bin halt mit der Laufzeit von dem Algorithmus zufrieden, mache ich jetzt Folgendes. Ich wähle ein paar Knoten aus, zum Beispiel Knoten, die jetzt hier einen kleinen Knoten gerade haben. Ja, zum Beispiel hier Knoten, die eben einen kleinen Knoten gerade haben. Und packe sie in die Lösung rein, entferne sie aus dem Graphen und öffne damit wieder den Raum für die Reduktion und kann den Graphen noch kleiner machen. Ja, und dann suche ich immer weiter kleinere Lösungen, verliere damit allerdings die Eigenschaft, dass die Lösung, die ich finde, nachher optimal ist. Ja, weil ich mich ja für irgendwelche Knoten entschieden habe. Und dann kriege ich eben so eine Sequenz von immer kleiner werdenden Graphen, wo ich hier unten auf diesem Mini-Graphen hier im Prinzip nachher keine Laufzeit mehr verschwende. Das geht dann nachher super schnell. Okay. Also nur um hier, wie gesagt, nochmal einen Ausblick zu geben. Es ist dann so, dass dieser Algorithmus, den ich da gerade so ganz oberflächlich skizziert habe, die Laufzeit insgesamt deutlich verbessert. Ja, also wir sehen hier Instanzen, wo der exakte Algorithmus 13 Stunden braucht und die Heuristik nachher 5 Minuten oder statt 8 Stunden irgendwie 2,4 Sekunden, statt 2 Stunden 28 Sekunden. Und dann gab es im Prinzip nachher ein interessantes Ergebnis, was sagt, okay, für immer wenn der exakte Algorithmus die Instanz lösen kann, findet unser Algorithmus tatsächlich auch die optimale Lösung. Ja, das heißt, man kann auf den Instanzen, die wir da haben, auf den Graphen, ja die Lösung vergleichen. Und immer wenn der exakte Algorithmus eine Lösung gibt, das heißt, wenn er in einem bestimmten Zeitraum eben fertig wird, ja, dann findet unser Algorithmus da auch die gleichen Independent Sets, die gleichen Maximum Independent Sets. Genau. Auf der anderen Seite sieht man hier in diesen Plots, jetzt muss ich kurz diese Plots erklären, hier im Prinzip Laufzeit des Algorithmus, der verschiedenen Algorithmen. ARW ist eine lokale Suche. Der evolutionäre, also EvoMIS ist im Prinzip ein evolutionärer Maximum Independent Set-Algorithmus. Das ist im Prinzip die Heuristik, die man nachher auf dem verkleinerten Graphen drauf loslässt. Ja? Und wenn man diese beiden und REDUMIS macht jetzt nichts anderes als berechnet den kleineren Graphen, lass den evolutionären Algorithmus drauf los, mach ihn noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner. Und jetzt sieht man hier ganz deutlich, ja, dass wenn wir diesen EvoMIS, diese rote Kurve mit dieser Technik verbinden, die eben diese Reduktion macht, dann kriegt man also eine deutliche Beschleunigung des Algorithmus. Ja? Also hier sieht man die Lösungsgröße auf der Y-Achse. Hier, wie gesagt, die Zeit, das ist eine logarithmische Skala. Das heißt, hier sehen wir irgendwie zwei Größenordnungen Beschleunigung, einfach nur dadurch, dass man eben diese Reduktion anwendet. Okay, aber das, wie gesagt, nur als Ausblick. Ja, man muss diese Reduktion, wenn man ein Problem hat, nicht unbedingt dafür anwenden, um nachher exakte Lösungen zu finden, sondern man kann es auch dafür anwenden, um tatsächlich in der Praxis schnell Lösungen zu finden. Und hier ist es, wie gesagt, eben so, dass man sehr, sehr, sehr große Independent Sets findet, verglichen mit dem exakten Algorithmus. Genau, Fragen dazu erstmal? Okay.
Genau, dann ist das Kapitel, was wir jetzt machen, im Prinzip auch als Schnupperkapitel zu verstehen für parallele Algorithmen, die der Professor Sanders in der Regel hält. Um genau zu sein, genau jetzt. Und dann dementsprechend halt im nächsten Wintersemester. Genau, also was möchten wir im Prinzip machen? Ja? Was wir haben normalerweise sind nicht nur ein Computer, ja, sondern P-Computer. Und jetzt haben wir ein großes Problem und möchten mit Hilfe dieser P-Computer tatsächlich ein Problem, also ein bestimmtes Problem schneller lösen. Und zwar im Idealfall P mal so schnell, wenn an diesem Problem P-Computer arbeiten. Und dann ist es normalerweise so, und das steht jetzt hier so Flachs auf den, also so Lachs auf den Folien, ja, zu viele Köche verderben den Brei. Das heißt im Wesentlichen, ab und zu müssen diese Prozessoren, die man da hat, miteinander kommunizieren. Ja? Also wenn, es sei denn, man hat irgendwie eine triviale Parallelisierung. Und wenn die Algorithmen nicht besonders skalierbar sind, und was das heißt, erkläre ich gleich noch im Detail, dann führt das dazu, dass man immer mehr Prozessoren investiert, ja? Also immer mehr versucht, immer schneller zu werden, aber nachher wird man gar nicht mehr schneller, weil zu viel kommuniziert werden muss. Genau, dann auch ein wichtiger Punkt für Parallelverarbeitung ist Speicherbeschränkung. Also wir haben ja schon externe Algorithmen gesehen und semi-externe Algorithmen, mit denen man im Prinzip Probleme lösen kann, die nicht mehr in den Hauptspeicher von einem Laptop oder was weiß ich, einer Maschine passen. Ja? Was man allerdings machen kann, ist zu sagen, okay, wenn das Problem halt nicht in die Kiste hier vorne passt, dann nehme ich halt P-Maschinen und zwar so viele, bis das Problem insgesamt verteilt in den Speicher passt. Ja, also wir haben einmal gesehen eben externe Algorithmen, mit denen man dann Probleme lösen kann auf einer einzelnen Maschine. Das wird allerdings nachher ziemlich langsam. Oder jetzt werden wir sehen, okay, mit parallelen Algorithmen geht es nachher noch schneller. Genau. Und der letzte Punkt hier auf dieser Folie, Kommunikationsersparnis. Wenn Dateien verteilt anfallen, kann man sie auch verteilt vorverarbeiten. Das heißt im Prinzip, wenn ich zum Beispiel ein verteiltes Dateisystem habe, ja, dann kann jeder Prozess nachher die Datei auch verteilt lesen und dann genau die Daten lesen, die er auch braucht, und die Daten dementsprechend auch verteilt vorverarbeiten. So, jetzt Übersichtsfolie, ja, Parallelverarbeitung am ETI. Wir machen tatsächlich relativ viel Parallelverarbeitung. Wir haben zum Beispiel Multicore-Basis-Algorithmen, ja. Das heißt zum Beispiel Shared Memory Parallel Sorting oder Shared Memory Parallel Selection Problem oder was auch immer. Und das Zeug ist tatsächlich integriert in die GNU Prozessor Library. Also das gibt bei GNU einen Flag, was man anschalten kann, benutze Shared Memory Parallelismus und dann werden tatsächlich die Algorithmen, die hier von dem Johannes Signer damals entwickelt wurden, werden dann tatsächlich ausgeführt und ja genau, also wenn ihr tatsächlich irgendwann mal diese Option benutzt, ja, dann könnt ihr im Hinterkopf haben, ah ja, hier bei Professor Sanders wurde der Kram entwickelt. Genau, dann gibt es bei uns oder gab es bei uns den Vitali Ossipow, der hat GPU-Algorithmen gemacht. Wer weiß, was eine GPU ist? Ja, alle. Und da will man im Prinzip auch parallele Algorithmen haben. Und was der dann gemacht hat, ist, er hat den schnellsten vergleichbaren Sortierer entwickelt. Was wir auch gemacht haben, sind parallele externe Algorithmen, wie zum Beispiel Sortieralgorithmen auch. Und da geht es im Prinzip darum, dass man jetzt nicht nur parallel hat, sondern parallel extern. Ja, das heißt, jeder von diesen parallelen Rechnern hat ein externes Medium. Und die Daten können eben nur so verarbeitet werden oder können eben schnell verarbeitet werden, indem ich einen parallelen Algorithmus habe, der zusätzlich noch extern ist. Ja, es wird immer komplizierter. Dann gibt es Graphpartitionierung. Da haben wir tatsächlich auch eine Menge parallel gemacht. Wie gesagt, das gibt es dann tatsächlich auch in meiner Vorlesung im Sommer. Was wir da gemacht haben, ist also im Wesentlichen parallele Graphpartitionierung für soziale Netzwerke oder eben auch für Graphen, die aus Scientific Computing kommen. Genau. Und was der Jochen Speck sich angeschaut hat, ist im Wesentlichen Lastbalancierungsalgorithmen für eben Parallelverarbeitung.
Okay, wovon reden wir jetzt hier im Prinzip? Was wir, also welches Modell gucken wir uns hier im Prinzip an? Genau, also das Modell, was wir haben, ist im Prinzip, wir haben P-Prozessoren, das sind die Dinger hier oben, und wir haben ein Netzwerk. Ja, und jetzt hat jeder dieser Prozessoren hat seine eigene ALU, hat seine eigenen Register und hat seinen eigenen Speicher. Und wenn ich auf Daten zugreifen möchte, die auf einem anderen Prozessor liegen, dann heißt das, dass Nachrichten durch die Gegend geschickt werden müssen. Ja, und gleichzeitig ist es so, dass diese Prozessoren hier nicht synchron arbeiten. Das heißt, die haben alle ihren eigenen Prozessor, sind nicht synchronisiert und können im Prinzip beliebig arbeiten. So, und dann hatte ich eben ja auch schon gesagt, das ist der dritte Punkt hier, Interaktion durch Nachrichtenaustausch. Das heißt, wenn, wie gesagt, Daten von einem anderen Prozessor nötig werden, dann heißt das, dass eine Nachricht durch Netzwerk geschickt werden muss und dementsprechend muss dann irgendein anderer Prozessor diese Nachricht empfangen und dann können eben diese Nachrichten da ausgetauscht werden. So, dann brauchen wir ein Kostenmodell für Nachrichtenaustausch. Und unser Kostenmodell sagt jetzt im Wesentlichen, okay, jeder Prozessor kann maximal eine Nachricht senden und empfangen. Ja, jetzt gibt es andere Kostenmodelle, wo das tatsächlich dann anders ist, wo man mehrere Nachrichten gleichzeitig senden und empfangen kann. Wird alles beliebig kompliziert, ja, aber das machen wir nicht hier, sondern in der Spezialvorlesung parallele Algorithmen. So, und jetzt brauchen wir noch ein Modell für die Kommunikation. Das heißt, normalerweise, wenn ein Prozessor eine Nachricht zu einem anderen Prozessor schickt, dann ist es so, dass ich erstens ein Startup-Overhead habe, wie zum Beispiel das initiale Aufbauen der Verbindung zwischen zwei Prozessoren und dann, je nach Nachrichtenlänge, eine Zeit, die es braucht, eben diese Nachricht der Länge L zu übertragen. Ja? Und das heißt, ich komme insgesamt zu einer Zeit, T-Kommunikation von L ist T-Start plus L mal T-Byte. Ja, also für jedes Byte habe ich im Prinzip eine Zeit, die es dauert, das zu übertragen und dann komme ich eben auf dieses Modell hier. Genau, dann die weiteren Annahmen, die wir hier haben, sind Vollduplex, Punkt-zu-Punkt, vollständige Verknüpfung. Das heißt, dass ein Prozessor sowohl empfangen als auch senden gleichzeitig kann. Das ist Vollduplex. Punkt-zu-Punkt heißt, dass wirklich nur zwei Prozessoren miteinander kommunizieren. Und vollständige Verknüpfung heißt, dass ich mich nicht um das Netzwerk, um das Routing unten drunter kümmern muss, sondern dass wirklich jeder Prozessor einfach jedem anderen Prozessor eine Nachricht schicken kann. Ja? Genau. Und dann ist es normalerweise so, deswegen kann man das hier nämlich nicht auch vernachlässigen, dass die Startups Overhead, die Zeit für den Startup, üblicherweise viel größer sind als T-Byte. Das heißt, wenn ich jetzt kleine Nachrichten durch die Gegend schieben möchte, und zwar viele davon, dann ist es eventuell sinnvoller, zuerst diese ganzen kleinen Nachrichten in ein großes Array zu packen, eben diese Berechnung vorher durchzuführen und dann das ganze Array durchs Netzwerk zu schicken. Ja, das ist tatsächlich was, was man in der Praxis eigentlich immer so macht. Ja, das ist das Erste, was man gesagt bekommt, wenn man mit Professor Sanders an parallelen Algorithmen arbeitet. Ja, also Nachrichten werden zusammengepackt, wenn man sie hat, und dann werden sie durchs Netz geschickt, komplett als Stück. Genau, jetzt ist die Frage, warum haben wir kein Shared Memory Multicore Modell? Na gut, also dieses Shared Memory Multicore Modell ist jetzt im Prinzip, wäre das diese Erweiterung, dass wir hier noch zusätzliche Speichermodule haben und die Prozessoren selber dass die Prozessoren selber keinen Speicher haben. Ja? Und dann ist aber allerdings nicht klar, wie erreicht man überhaupt skalierbaren Parallelismus? Es ist auch nicht klar, was man bei, also auch nicht direkt klar, was man bei Speicherzugriffen macht, was man dafür, also bei Speicherzugriffskonflikten macht, was man dafür ein Kostenmaß hat. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Prozessor eine bestimmte Speicherstelle schreiben möchte, der andere möchte sie lesen, dann gibt es irgendwie einen Konflikt oder beide möchten schreiben, dann gibt es einen Konflikt, ja, dann ist die Frage, was steht am Ende an der Speicherstelle? Und dann muss man sich über ein Kostenmaß Gedanken machen und das ist aber nicht klar, wie das geht. Was wir generell machen, wenn wir über so Algorithmen nachdenken, dann denken wir eigentlich verteilt. Also wir entwerfen die Algorithmen verteilt, das heißt in dem Modell, was wir vorher gesehen haben, ja in diesem Modell.
und implementieren sie dann tatsächlich vereint, ja, also für eben diese Shared Memory parallelen Sachen. Okay, Fragen zu dem Modell? Okay, so, wenn wir jetzt so Algorithmen formulieren, dann machen wir es eigentlich immer so als Single Program Multiple Data. Das heißt, wir haben, wir schreiben im Prinzip ein Programm und benutzen die IDs von dem Prozessor, um Symmetrie zu brechen. Ja, also ich habe ein Programm, in dem kann ich mir die ID von dem Prozessor holen, die ich gerade habe. Und je nach ID des Prozessors mache ich halt bestimmte Dinge. Der Code, den ich dafür schreibe, ist allerdings insgesamt genau ein Code. Ja, also ich schreibe also eine Datei, also im einfachsten Fall schreibe ich eine Datei, wo ich mir eben die ID von dem Prozessor hole und je nachdem, welche ID ich gerade habe, tue ich halt bestimmte Dinge. Ja, also häufig kann es zum Beispiel sein, dass ein Prozessor, der mit der ID 0 eine bestimmte Information hat und die muss nachher an alle Prozessoren gesendet werden und dann hat man in dem Programmcode eine If-Formulierung, die einem sagt, okay, wenn meine ID 0 ist, wenn ich der Root-Prozessor bin, dann schicke ich eben die Nachricht an alle anderen Prozessoren. Und wenn ich das nicht bin, also der Else-Fall, ja, dann warte ich eben auf die Nachricht von Prozessor 0. Also als ganz triviales Beispiel. Und hier auf den Folien ein kleines Hello World-Programm, ja. Also write line atomic, hello, I am Processor IPROC out of P processing elements. So, IPROC ist hier die ID von dem Prozessor und P ist die Gesamtzahl Prozessoren. Ja, und dann gibt uns dieses Programm eben diese drei Zeilen hier aus. Genau, zugegebenermaßen ist das, was hier auf dieser Folie steht, ziemlich abstrakt. Was man normalerweise hat, wenn man so Algorithmen implementiert, ist MPI-Programme. MPI steht für Message Parsing Interface, ja. Und dann gibt es Libraries, die nennen sich zum Beispiel OpenMPI oder eben andere. Also es gibt auch welche von IBM oder noch weitere. Und die implementieren eben dieses Message Parsing Interface, die uns im Prinzip Kommunikationsprimitive zur Verfügung stellen, wie eben Sendeoperationen, Empfangsoperationen, gib mir die Größe von einem Kommunikator oder gib mir die eigene ID von dem Prozessor und so weiter. Und dann implementiert man eben diese Programme mit diesem Interface. Und die Libraries implementieren dieses Interface, man muss sich um nichts mehr kümmern. Und dann ist es im Prinzip ein bisschen weniger abstrakt. Also kleiner Tipp, um hier ein bisschen besser einzusteigen, wenn euch das interessiert, ja, googelt mal nach OpenMPI und dann sucht euch da ein Hello World Programm und übersetzt es mal. Und dann hat man nachher im Prinzip ein viel besseres Bild für die parallelen Algorithmen, als das, was ich jetzt hier gerade erzähle. So, der nächste Schritt ist jetzt die Frage danach, ja gut, wie analysiert man überhaupt parallele Algorithmen? So, und im Prinzip ist es jetzt so, dass wir eigentlich nur einen zusätzlichen Parameter haben, p. Und dann geben wir eben die Instanz, die Ausführungszeit in Abhängigkeit von der Instanz und dem Parameter p ab. So, jetzt haben wir ein paar Maßzahlen für diese parallelen Algorithmen, also zum einen die Gesamtarbeit, die verrichtet wurde, das ist p mal t von p. Genau. Dann müssen wir uns Gedanken machen darüber, was nennen wir Speedup. Und normalerweise sagen wir, okay, wir nehmen den sequentiellen Algorithmus, nehmen die Laufzeit von dem sequentiellen Algorithmus und teilen den durch die Laufzeit von dem parallelen Algorithmus. Und wenn ich das habe, dann weiß ich, okay, wie viel schneller bin ich, und habe dann den Speedup berechnet. Jetzt muss man hier auch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Man nimmt jetzt nicht einfach den parallelen Algorithmus und lässt ihn auf einem Prozessor laufen und vergleicht den mit der Ausführungszeit von P-Prozessoren, sondern man vergleicht den hier mit dem besten bekannten sequentiellen Algorithmus. Es kann nämlich sein, dass der beste bekannte sequentielle Algorithmus sich nicht parallelisieren lässt, und es dann aber einen anderen Algorithmus gibt, der sich parallelisieren lässt. Und dann muss man tatsächlich nachher diese beiden Algorithmen vergleichen, um zu sehen, wie viel schneller man ist. Genau, und dann sagt der Satz darunter, ja, die relative Beschleunigung, nämlich die Laufzeit von dem parallelen Algorithmus mit einem Prozessor geteilt durch die Laufzeit von dem parallelen Algorithmus mit P
Prozessoren ist im Allgemeinen was anderes als der absolute Speedup, den wir hier angeben. So, die letzte Maßzahl hier ist im Prinzip die Effizienz. Und das ist nichts anderes als der Speedup geteilt durch die Anzahl Prozessoren. So, und das Ziel, was wir jetzt normalerweise haben, ist, dass der Speedup im Prinzip nah an der Anzahl Prozessoren ist. Das heißt, im Idealfall wollen wir eben haben, dass S gleich P ist für P-Prozessoren. Und damit ist das Ziel hier für die Effizienz, dass wir irgendwie nah an 1 sind. Oder zumindest mal irgendwie sowas wie konstant, ja, also dieses Theta von 1 hier. Genau, und dann ist die Frage, okay, ist das überhaupt sinnvoll? Und zwar in der folgenden Art und Weise, ist es möglich, dass die Effizienz größer als 1 ist? Okay, wer ist dafür, dass das möglich ist? Okay, wer ist dagegen? Okay, wer hat sich gerade gemeldet für dafür? Ja, warum? Wer will es kurz sagen, warum könnte es gehen? Ja. Ja, genau. Also die Antwort war mit Cache-Effekten. Also wenn ich eine Instanz habe, sodass die Teilprobleme auf einmal in den Cache der Maschine passen, dann geht es natürlich okay, dass es superlineare Speedups gibt. Ja, das war im Prinzip auch schon die Antwort dieser Frage, ja? Okay. So, dann machen wir... Genau, dann machen wir im Prinzip jetzt ein Beispiel, was ich noch hier drauf erklären kann. Okay, also den ersten parallelen Algorithmus, den wir uns anschauen, das ist jetzt eine Reduktionsoperation. Was wir für so eine Reduktionsoperation brauchen, ist erstmal ein assoziativer Operator plus, das ist genau dieses Teil hier, der in konstanter Zeit berechnet werden kann. Und genau, jetzt sagt diese Reduktionsoperation, ich möchte über alle, also jeder Prozessor hat im Prinzip eins dieser Elemente XI in seinem lokalen Speicher liegen. Und ich möchte jetzt mithilfe dieser Reduktionsoperation, mithilfe dieser Reduktionsoperation alle Elemente reduzieren. Ja, also ich stelle mir zum Beispiel, das ist doch auf der Dokumentenkamera. Also, was heißt überhaupt assoziativ? Machen wir das nochmal. Assoziativ. Ja, also assoziativ heißt nichts anderes als A plus B plus C. Das ist das gleiche wie A plus B plus C. Und zwar hier so. Also nichts, wirklich gar nichts Neues. Und Beispiele sind nichts anderes als Max, Min, Plus, Mal und so weiter. Okay, so und diese Reduktionsoperation möchte jetzt nichts anderes als im Prinzip über alle Elemente, die über die Prozessoren verteilt sind, diese Operation Plus hier ausführen. Ja, also können wir zum Beispiel, also wenn ich mir überlege, okay, dieser Plus-Operator hier ist genau dieses Plus, dann möchte ich am Ende alle Elemente aufsummieren, die ich über die Prozessoren verteilt habe und möchte das auf irgendeinem Prozessor speichern. Also, der Satz, den wir da gerade eben schon gesehen haben, sei Plus assoziativer Operator, der in konstanter Zeit berechnet werden kann. Dann lässt sich dieses Ding hier nichts anderes als x0 plus x1 plus x2 plus xp minus 1 in Zeit o von log p berechnen.
Okay, das heißt, ich habe P-Prozessoren. Jeder hat sein eigenes Datenelement. Ich möchte diese Reduktionsoperation berechnen. Und die Aussage von dem Satz ist, ich brauche log P Zeit, um das zu machen. Dann gucken wir uns an, wie geht es im Detail. Beweisskizze. Also, ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass P gleich 2 hoch K ist. Und machen im Prinzip jetzt nichts anderes als Induktion über K. Induktion über K. Also für K gleich 0. Klar, da gibt es gar nichts zu berechnen. Da haben wir einen Prozessor und dann ist klar, dass es auch dementsprechend in dieser Zeit geht. Jetzt haben wir K nach K plus 1. Das heißt, wir wollen gucken, okay, wie sieht das aus hier für diesen Operator. Na gut, der lässt sich hinschreiben als 2 hoch KXI plus I kleiner 2 hoch KXI plus 2 hoch K. So, genau. Und jetzt kommt nämlich der Haupttrick. Ich habe jetzt hier 2 hoch KPEs für den linken Teil. Für den rechten Teil habe ich 2 hoch KPEs. Und mit der Induktionsannahme weiß ich, dass ich parallel beide Seiten in Zeit K berechnen kann. Ja, das heißt, das weiß ich, kann ich in K-Zeit berechnen, das kann ich in Zeit K berechnen. Und dadurch, dass diese beiden Berechnungen gleichzeitig laufen, ja, kann ich es insgesamt in Zeit K berechnen. Jetzt habe ich hier noch einen zusätzlichen Schritt, den ich ausführen muss. Das heißt, insgesamt muss ich hier noch einen Zeitschritt addieren. Plus einen Zeitschritt. Das heißt, ich komme insgesamt auf K plus 1. Ja, oder malen wir auch nochmal ein Bild hin. So. Also hier Tiefe K und hier auch nochmal ein Plus. Das ist dann K plus 1. Okay, also nochmal, Reduktionsoperation heißt zum Beispiel, summiere alle Elemente auf, die ich auf dem Prozessor verteilt habe. Und die Aussage ist, es geht in log P Zeit. Und der Beweis geht im Wesentlichen induktiv. Wenn ich den Induktionsschritt hier mache, dann teile ich die Berechnung auf eben in diese linke Seite und rechte Seite. Die linke Seite kann ich in Zeit K ausführen, die rechte Seite kann ich in Zeit K ausführen. Beides läuft gleichzeitig ab. Dann brauche ich noch den Schritt, der diese beiden Ergebnisse hier vereint. Und dann komme ich auf Zeit K plus 1. Okay. Na gut, wie sieht das aus, wenn man das implementiert? Ja? Also wir haben jetzt Prozessorenindizes i in 0 bis p minus 1. Und am Anfang sagen wir, alle Prozessoren sind aktiv. Gleichzeitig haben wir ein Zwischenergebnis, das ist am Anfang xi. Also über die Prozessoren, die hier unten stehen, hat jeder erstmal sein eigenes Element. Und jetzt machen wir im Prinzip log p Runden. Und in jeder Runde kommunizieren im Prinzip zwei Prozessoren miteinander. Das heißt, in der ersten Runde schickt Prozessor 1 sein Element an Prozessor 0, der macht dann die Vereinigung und dann sind wir auf der nächsten Ebene. So, Prozessor 3 schickt sein Element an Prozessor 2, der macht die Vereinigung mit dieser assoziativen Operation hier und wir sind in der nächsten Runde. Ja, und genauso geht das weiter mit den anderen Prozessoren hier, die kommunizieren alle im Prinzip mit ihrem direkten Vorgänger. So, nach dieser Runde sind die Prozessoren, die hier die Indizes 1, 3, 5, 7 und so weiter haben, die sind danach alle nicht mehr aktiv, die müssen alle nichts mehr tun, sondern nur noch die Prozessoren, die im Prinzip vorher auch die Berechnung durchgeführt haben. Das heißt 0, 2, 4, 6 und so weiter sind dann aktiv. Das sind im Prinzip genau die Prozessoren, über denen hier diese Pluszeichen das erste Mal stehen. So, in der nächsten Runde machen wir im Prinzip jetzt wieder genau das Gleiche. Wir formen wieder Paare der Größe 2, nämlich die beiden Paare hier, die beiden und die beiden. Und jetzt sendet der rechte jeweils sein Datenelement an den linken, der macht wieder die Vereinigung und hat damit schon die Operation berechnet von 0 bis 3. Ja, und dieser Prozessor hier hat dann schon die Operation berechnet von 4 bis 7 und so weiter.
Und dann geht das eben rekursiv weiter und am Ende hat man auf Prozessor 0 die komplette Reduktion berechnet. Genau. Also im Pseudocode nochmal, ja, wenn der Prozessor tatsächlich aktiv ist und das Bit entsprechend gesetzt ist, dann sendet der Prozessor seine Nachricht zu dem entsprechenden Nachbarprozessor in dieser Runde und macht sich danach inaktiv. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn der Prozessor entsprechend Nachrichten empfangen soll, dann wird das Element empfangen und die beiden Teilobjekte werden im Prinzip vereinigt. Das heißt, dieser Algorithmus, den wir hier sehen, funktioniert im Prinzip genau entlang des Beweises, den wir vorher gesehen haben. Genau, gibt es Fragen zu dem Pseudocode hier? Okay, dann schauen wir uns mal an, wie die tatsächlichen Maßzahlen hier aussehen. Also wir haben N-Prozessoren, wir brauchen Log-N-Zeit. Sequenziell, also wenn ich einen Prozessor habe, was machen wir? Okay, wir iterieren einfach über alle Elemente hier durch, berechnen die Summe. Das heißt, sequenziell brauche ich lineare Zeit. Parallel brauche ich irgendwie Log-N-Zeit. Das heißt, der Speedup, den ich da habe, ist irgendwie N-Log-N. Und die Effizienz von dem Algorithmus ist damit 1 durch Log-N. So, jetzt haben wir vorher schon gesagt, eigentlich hätten wir gerne einen Algorithmus, der eine ziemlich hohe Effizienz hat, also eine Effizienz, die nah bei 1 ist. Wir sehen jetzt hier in dem Fall für den Algorithmus, dass die Effizienz für n gegen unendlich gegen 0 geht. Das heißt, es kann erstmal nicht skalieren, was da steht. So, und dann gibt es in der Parallelverarbeitung ein klassisches Prinzip. Ich glaube, es heißt Brenz Prinzip, um ehrlich zu sein, das steht hier nicht auf der Folie drauf. Häufig ist es nämlich so, dass ich für einen Prozessor tatsächlich nicht nur ein Element habe, sondern viele Elemente. Ja, n durch p Elemente. So, dann kann jeder Prozessor selber erstmal die sequentielle Arbeit hier durchführen für seine lokalen Elemente und danach gehen wir erst in den parallelen Algorithmus rein. Das heißt, hier steht es nochmal, jeder Prozessor addiert n durch p Elemente sequenziell und danach die parallele Summe für p Teilsummen. Das heißt nochmal, wir haben jetzt n Elemente und p Prozessoren und machen jetzt im Prinzip mehr Arbeit sequenziell. Und kriegen damit nachher einen besseren Algorithmus. Genau, also wir kriegen erstmal sequentielle Laufzeit von n durch p plus Theta von log p. Das heißt insbesondere für die Effizienz gilt dann, dass das, wie halt eben definiert, ja, die sequentielle Laufzeit durch p mal die parallele Laufzeit. Und dann rechnet man hier jetzt ein bisschen rum und dann kommen wir zu 1 minus Theta von p log p durch n. So, und das ist offensichtlich viel besser als das, was wir vorher hatten. Ja. So, genau, dann nochmal zusammenfassend. Ja, wir haben jetzt im Prinzip gesehen, dass der Binärbaum, den wir haben, zu einer logarithmischen Ausführungszeit führt. Was in der Regel nützlich ist auf den meisten Modellen. Ja? Und wir haben mal in Brenz Prinzip rein geschnuppert, mit dem man im Prinzip ineffiziente Algorithmen durch Verringerung der Prozessorenzahl effizienter machen kann. So. Genau, gibt es Fragen dazu? So, die zweite Operation, die wir uns jetzt anschauen, sind Präfixsummen. Das wird noch ein bisschen komplizierter, aber da kommt tatsächlich noch ein Beispiel dazu. Also Präfixsummen. Oh. So. Präfixsummen. Also was wir brauchen, gesucht, x at i. Und ich erkläre die Notation gleich noch. Ich habe sie mir nicht selber ausgedacht. At i'. So, also, dieses at i, was ich hier hinschreibe, das heißt nichts anderes als auf Prozessor i.
So, das heißt, was hier steht, und wie gesagt, ja, es sieht irgendwie kompliziert aus. Nach dem Beispiel, was ich gleich hinschreibe, ist es irgendwie nicht mehr so kompliziert. Wir suchen ein Element auf Prozessor i, was definiert ist als irgendwelche Nachrichten m, die auf Prozessor i' liegen. Und zwar dann kombiniert mit dieser assoziativen Kombination über alle i' kleiner gleich i. So, machen wir mal ein Beispiel. Und dieses m kann übrigens ein Vektor sein, ja? Also m kann Vektor von n Byte sein. Also machen wir ein einfaches Beispiel. Jetzt sagen wir, diese assoziative Operation ist nichts anderes als die Summe bzw. Plus. Und haben jetzt 5 Prozessoren, 5 PEs und die Nachrichtenlänge hier ist n gleich 1, 3, 4, 5 und die Elemente, die wir haben, sind jetzt 0, 3, 1, 5 und 7. So, das Resultat in dem Fall sieht dann folgendermaßen aus. Also hier steht 0, hier steht 3, jetzt die. Also genau, nochmal, wenn ich an der Stelle hier bin, möchte ich im Prinzip, Moment, schreiben wir noch PE davor, 0, 1, 2, 3, 4. Wenn ich an der Stelle bin, möchte ich im Prinzip für diesen Operator Summe alle Elemente aufaddieren, die kleiner gleich der eigene Prozessor-ID sind. Ja, das heißt, für den Punkt hier steht eine 0, für diesen Punkt hier steht eine 3, weil 3 plus 0 ist 3. Für den Punkt hier steht 1 plus 3 plus 0 ist 4. Für den Punkt hier steht 5 plus 1 plus 3 plus 0, das heißt, ja, da steht 9. Und dann 7 plus 5 plus 1 plus 3 plus 0, 16. Ja? Also eigentlich ganz einfach, super kompliziert hingeschrieben. Aber wie gesagt, ich habe mir die Notation nicht ausgedacht. Jetzt machen wir noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir Max. Wie sieht dann das Resultat aus? So. Also, Maximum 0, 3, 3, 5, 7. Ja, also das Maximum über alle Elemente, die kleiner gleich, also die bis hier gehen, ist offensichtlich 3. Das Maximum über alle Elemente, die hier stehen, ist 5. Und das Maximum über alle Elemente ist 7. Ja, also das ist also eine Präfixsumme. Präfix, weil ich immer den Präfix über diese Prozessoren habe und dann die Operation dementsprechend ausführen möchte über alle. Okay, irgendjemand nicht verstanden? Alle glücklich? Prima. So, jetzt ist die Frage inneren sequenziell? Fragezeichen. Antwort ist nein. Weil das, was ich da hingeschrieben habe und auch wie ich es getan habe, sieht erstmal inneren sequenziell aus. Ja, das heißt, so wie ich es beschrieben habe, ja, guck dir immer alle Elemente davor an. Das heißt, man hat hier eine Abhängigkeit zu den Elementen davor und man weiß nicht genau, was man eigentlich machen möchte. Die Antwort ist, es ist nicht inhärent sequenziell und in der Vorlesung paralleler Algorithmen ist es so, dass man verschiedene Algorithmen jetzt kennenlernt, um dieses Problem zu lösen. Ja, und insbesondere auf den Folien für Algorithmen 2 steht auch noch ein Algorithmus drauf, der nennt sich Hyperwürfelalgorithmus. Ziemlich kompliziert, ich lasse ihn hier einfach weg. Wenn es euch interessiert, schaut den euch an. Ja, ja, also insbesondere mit der Notation, die da steht, wird es ziemlich kompliziert. Ja, es gibt einfachere Algorithmen, die sind nicht so toll wie der Hyperwürfelalgorithmus. Wir benutzen das Ding jetzt gleich einfach als Blackbox, weil wir nämlich eigentlich uns noch darum kümmern möchten, wie man auf einem Parallelrechner sortiert. Okay, aber das Wichtige für euch ist hier, die Operation einmal verstanden zu haben, ja, und zu wissen, was man mit der Operation am Ende machen kann. So, also jetzt paralleles Sortieren. Nebenbei gemerkt, der Michael Axmann ist ein Experte auf dem Gebiet. Ja? Also eigentlich müsste er jetzt den Teil hier halten, kann er heute leider nicht, weil er nicht da ist. Aber morgen in der Übung erzählt er euch noch im Prinzip, was man machen muss, um diese Großrechner tatsächlich zum effizienten Sortieren zu bringen. Ja, also da geht es dann darum, mit
keine Ahnung, 64.000 Kernzahlen zu sortieren, und zwar schnell, so schnell wie möglich. Und normalerweise ist es so, dass wenn man das noch nie gemacht hat, irgendwie auf so einem Großrechner zu arbeiten und man das erste Mal irgendwie 32.000 Prozessoren haben möchte, dass man da ziemlich schwitzt, ja? Weil man da irgendwie Angst hat, dass man irgendwie zu viel Ressourcen verbraucht oder was auch immer. Naja, wie auch immer. Okay, paralleles Sortieren. Also was wir jetzt machen ist, wir gucken uns an paralleles Quicksort und paralleles Mehrwege, Merge Sort, und wie gesagt, der Michael erzählt euch morgen noch fortgeschrittenere Sachen. So, jetzt gucken wir uns nochmal den Quicksort an. Sequenziell vereinfacht. Was machen wir da? Na gut, wähle erstmal ein Pivot, dann ordnen wir die Elemente neu, sodass links Elemente stehen, die kleiner gleich V sind, rechts Elemente, die größer gleich V sind, und dann sortieren wir die linke Seite und dann sortieren wir die rechte Seite, und dann haben wir Quicksort im Prinzip. So, wenn ich das jetzt trivial mache, als Anfänger sozusagen, dann komme ich im schlimmsten Fall auf, also ich komme dann auf eine Rekursionstiefe von n, das heißt, die parallele Ausführungszeile ist offensichtlich dann auch durch n beschränkt. Genau, und das ist offensichtlich auch schlecht für verteilten Speicher und man hat begrenzten Speedup und ja. So, jetzt kommen wir mal zu einer Theoretiker-Parallelisierung. Das funktioniert folgendermaßen, nämlich hier möchten wir auch die Aufteilung parallelisieren. Ja? Das heißt, am Anfang stellt ein Prozessor ein Pivot, zufällig, irgendeiner von den Prozessoren, die ich habe. Dieses Pivot wird dann gebroadcastet. Was ich mit Broadcast meine, ist, dass ein Prozessor im Prinzip die Nachricht an alle anderen Prozessoren schickt. Ja, das heißt, jeder Prozessor kennt am Ende das Pivot nach diesem Broadcast, nach dieser Broadcast-Operation. So, als nächstes vergleicht jeder Prozessor lokal sein Element mit dem Pivot und weiß dann, okay, ist es kleiner oder größer gleich, und je nachdem, wie dieser Vergleich ausgeht, haben wir eben eine Zahl 0 oder 1. In dem vierten Schritt nummerieren wir dann die kleinen Elemente durch mit Hilfe der Präfixsumme. Das heißt, diese 0 oder 1, über die bilden wir dann eine Präfixsumme, und dann wissen wir, okay, wie viele Elemente sind kleiner gleich dem Pivot, wie viele Elemente sind größer gleich dem Pivot. Dann werden die Daten umverteilt, die Prozessoren werden aufgespaltet, und dann arbeitet der eine Teil der Prozessoren auf der linken Seite, der andere Teil der Prozessoren auf der rechten Seite. Also das ist erstmal High Level. Jetzt hier als Pseudocode nochmal ganz detailliert. Also am Anfang wählen wir ein zufälliges Element in 0 bis p minus 1. Das heißt, damit wählen wir im Prinzip den Prozessor aus, der das Pivot nachher stellen möchte. Dann sagen wir, V ist das Pivot auf Prozessor R, also das Element auf Prozessor R, das ist unser Pivot, und das wird gebroadcastet. Dann kommt hier mit F der lokale Vergleich, 1, also F ist 1, wenn D links ist, und 0 sonst. Jetzt hier die Präfixsumme über diese Elemente F, die wir uns da gerade überlegt haben, auf Prozessor K. Und also damit zählen wir eben die Elemente auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und dann haben wir hier noch einen Rand. Dann haben wir hier noch einen Randfall. Ach so, genau. Der Randfall passiert genau dann, wenn nachher alle Elemente kleiner sind, wenn ich im Prinzip nur eine Rekursion durchführen muss und nicht auf beiden Seiten die Rekursion durchführen muss. Genau. Und was dann in den nächsten Zeilen hier steht, ist nichts anderes als die entsprechende Umverteilung mit Hilfe dieser Präfixsumme. Das heißt, über diese Präfixsumme finde ich raus, an welchem Prozessor ich die Elemente entsprechend schicken muss. Und am Ende von dem Pseudocode hier sehen wir dann, im Prinzip werden hier dann die Prozessoren aufgespalten, und je nachdem, wo ich halt mich befinde, arbeite ich entweder auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Ah, ja, okay.
Ja, Fragen dazu? Genau, hier ist mal ein Beispiel. Haben wir als Pivot die 44 und dann zählen wir im Prinzip die Anzahl der Elemente, die kleiner gleich dem Pivot sind. Genau, also hier und hier unten sind das die Anzahl der Elemente, die größer dem Pivot sind. Das heißt, hier haben wir 0, da 0, hier kleiner gleich Pivot ist 1, weil das Ding hier kleiner gleich dem Pivot ist. Hier steht auch 1, Moment, größer als Pivot. Kleiner gleich Pivot. Ach so, genau. Also hier steht die 1 wegen der 44, hier steht die 0 wegen der 77 und da steht die 1 wegen der 77. Und dann geht das eben hier durch und zählt im Prinzip die Anzahl der Elemente, die kleiner gleich dem Pivot sind und größer dem Pivot. Und dann passiert hier dementsprechend die Umverteilung und mit Hilfe dieser Nummern hier oben komme ich eben auf die entsprechenden Prozessoren-IDs, IDs, wo ich diese Elemente nachher umverteile. Genau, also insbesondere sieht man hier, dass die mithilfe von dem Algorithmus die Elemente, die größer von dem Pivot sind, als es Pivot sind, auf der rechten Seite hier stehen und die anderen entsprechend kleiner gleich auf der linken Seite. So, jetzt gibt es hier einen Haufen Code. Auch da gehe ich jetzt nicht zu genau drauf ein. Ja? Was hier im Prinzip steht, ist nichts anderes als das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ja? Die Primitive, die man verwendet, um so einen Algorithmus zu implementieren, sind Primitive, die aus MPI kommen, ja, aus dem Message Passing Interface. Das heißt, man hat hier Operationen, die einem zum Beispiel sagen, okay, wie ist der Rang, den ich habe, also wie ist meine ID, wie viele Prozessoren gibt es insgesamt. Und je nachdem, was hier eben steht, bricht man eben die Symmetrie entsprechend. Ja? Genau. Wie gesagt, ich erkläre das nicht so genau, das ist ziemlich technisch, ist für das Verständnis von dem Algorithmus, denke ich, auch nicht so relevant. So, dann gucken wir uns an, wie analysiert man das. Na gut, pro Rekursionsebene haben wir zwei Broadcasts und eine Präfixsumme. Beide kann man in Logarithmus p Zeit mal t Startup implementieren, weil wir immer nur ein Element haben für diese für die Operation. Die erwartete Rekursionstiefe log p, das heißt insgesamt kommen wir auf t Start mal log Quadrat p Zeit. Genau. So, jetzt hatten wir vorhin ja schon Brenz Prinzip gesehen. Jetzt ist die Frage, okay, geht das tatsächlich auch für, geht das hier irgendwie auch nach Schema F? Ja, also das Hauptproblem, was man hat, ist im Wesentlichen, dass jeder Prozessor nachher große und kleine Elemente hat. Ja? Die können also beliebig verteilt sein über die Prozessoren. Und das führt dazu, dass die Aufteilung nachher nicht genau aufgeht. Was meine ich mit Aufteilung? Na gut, am Anfang hat jeder Prozessor n durch p Elemente und danach geht das eben nicht genau auf. Ja, also ich möchte danach eigentlich wieder n durch p Elemente pro Prozessor haben, aber mit dem Algorithmus, den wir gerade eben gesehen haben, geht das irgendwie nicht genau auf. Genau, und dann kann man zeigen, dass man am Ende auf eine Zeit kommt, die hier n log n durch p plus log Quadrat p möglich ist. Und was steht da im Prinzip? Na gut, da steht im Prinzip irgendwie sowas wie, ich muss lokal sortieren, das machen alle Prozessoren gleichzeitig, plus log Quadrat p. Genau. So, und dann kommt hier eine Beobachtung, ja okay, bei verteiltem Speicher stört, dass jedes Element log p mal transportiert werden muss. Warum ist das so? Na gut, in jeder Rekursionsebene sende ich das Element im Prinzip ja durch die Gegend. Ja, und das heißt, dass jedes Element log p mal transportiert werden muss. Und dann gibt es dazu eine Alternative, wie macht man das tatsächlich besser? Und oh Wunder, mehr Wege mischen. Ja, wir haben das schon bei externen Algorithmen gesehen, dass uns das geholfen hat. Und genau das Gleiche kann man hier auch machen. Man sagt einfach, okay, wir haben p Prozessoren. Jeder Prozessor sortiert n durch p Elemente lokal. Dann findet man eben Pivots, also mehrere Pivots.
sodass jeweils n durch p Elemente zwischen zwei benachbarten Pivots liegen. Das heißt, ich weiß am Ende, wo die Elemente, die ich da habe, tatsächlich hingehören. Und dann macht jeder Prozessor in dem Schritt hier nichts anderes als mehr Wege mischen. Genau, das heißt, insgesamt habe ich die Anzahl Phasen reduziert und damit auch die Anzahl die Anzahl der Kommunikationsoperationen kleiner gemacht. Ja, das heißt, jedes Element muss weniger oft durch die Gegend kommuniziert werden. Genau, aber mehr dazu gibt es dann tatsächlich in parallelen Algorithmen, beziehungsweise der Michael, wie gesagt, erzählt euch dann morgen noch zu was. Genau, also was wir hier nochmal sehen, sind im Prinzip Laufzeiten mit 8 Kernen und 128-Bit-Elementen, wenn man das mit einem parallelen Shared-Memory-parallelen Algorithmus macht. Und dann sieht man eben, je nachdem wie groß die Anzahl Elemente werden, desto größer werden hier tatsächlich nachher die Speedups. Das heißt, für kleine Anzahlen ist es normalerweise so, dass ein paralleler Algorithmus auch nicht besonders effizient ist. Das heißt, ich brauche schon große Eingaben, um tatsächlich zu einer effizienten Parallelisierung zu kommen. Ja, und dann gibt es eben noch ziemlich viel Zeug, was man da machen kann. Ja, genau. Also es gibt eben, wie gesagt, ziemlich viel Zeug, was man auch machen kann. Gibt es im Detail eben in der Vorlesung parallele Algorithmen. So, jetzt ist die Frage, okay, was gibt es noch für parallele Algorithmen? Wir haben einen Kollegen, der arbeitet an Shared Memory parallelen Hashtables. Die gibt es tatsächlich auch im verteilten Speicher. Also im verteilten Speicher sollte man sie tatsächlich vermeiden. Ja, Shared Memory parallel irgendwie nicht. Dann gibt es im verteilten Speicher Prioritätslisten, Suchbäume, Breitensuche, Tiefensuche, kürzeste Wege, maximale Spannbäume, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Ja? Parallele Graphpartitionierung haben wir schon gesehen. Genau, also großes offenes Feld, kann man einiges machen. Und dann auch nochmal hier als Wiederholung, ja, im Prinzip diese kollektiven Operationen, die wir da gerade gesehen haben. Was man im Prinzip hat nachher, ist eine bestimmte Menge an Basisalgorithmen, die man effizient machen möchte, eben diese Reduktions- und Präfixsummen. Und auch da ist es so, dass man eben ganz viele verschiedene Algorithmen hat, die unter bestimmten Umständen besser sind als andere Algorithmen, zum Beispiel in Abhängigkeit davon, wie groß tatsächlich Nachrichtenlängen sind. Und dann muss man eben sehen, dass man zu jeder Stelle den richtigen Algorithmus auswählt.